So, die nächste Folge ist direkt hier angebrochen. Wir sind jetzt gerade aus dem Bett gestiegen. Und das war ein wirklich sehr, sehr unschnörkelhafter Übergang aus Abend oder von der letzten Folge zu dieser Folge aus Abend zu Morgen. Guten Morgen, Phoenix. Das Frühstück ist schon fertig. Setz dich doch einfach mal hin. Ja, wow. Mam, Stubber, Schling, Schling, Schlumpf. Die Robos dürfen mir nicht daran hindern, eine gute Leistung in der Schule zu zeigen. Das stimmt wohl. Hör lieber auf unser aller Boss, Felix. Aber ich hoffe doch, dass du die ein oder andere Trainingseinheit pro Tag einschieben kannst. Ich möchte nur nicht, dass du es übertreibst. Alles klar? Zum Eintauchen benötigt man eine ganze Menge Energie, also leg ab und zu mal einmal Pause ein. Oh, und keine Sorge, wenn ich ihn so oft kämpfen sehe, dann verpasse ich ihm ein paar Kopfnüsse. Was ist das denn für eine Schwester? Dadurch fühle ich mich nicht gerade besser, Mara. Ja, das kann ich verstehen. Es wird Zeit. Ja, und die gehen jetzt und wir gehen auch. Oh, unsere Mutter hat recht, wir sollten auch mal besser los. Das Mikrofon war eben wieder mal ausgeschaltet. Außerdem bin ich dagegen gekommen, aber wir gehen einfach mal in die Schule. Oh, einer bekämpfen will, fordern immer raus. Hey, 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 genau, du, ich habe gerade meine ersten Robe bekommen, lass uns kämpfen. Alles klar, vielleicht bekommen wir mal ein paar Ersatzteile. Okay, um den Robo zu bewegen, drücke ich hier drauf. Warte mal, gib mir eine Sekunde, ich muss erst noch die Bedienungseinheiten lesen. Okay, er hat die Schrecke mit den Standardwaffen. Wir gehen mal auf die Flammenwaffe, die hat mir am besten gefallen. Bei den Bomben ganz eindeutig die Linearbombe bis jetzt. Da hat mir die Zweiflankdrohne doch noch am besten gefallen und das sind die einzigen anderen Dinger, die wir haben. Beine. Verändert sich das bald, aber erstmal nicht. Achtung. So, er ist auf jeden Fall ein bisschen größer, landet auf der Waffenseite, wie auf der Bauchseite. Oh, da ist er im Spawnschutz, genau als ich ihn grätschen will. Oh, ich bin, glaube ich, vor meinem eigenen Drohnenrad vermöbelt worden. So viel hat das gerade gar nicht gemacht, die Bombe. Oh, und da kommt das natürlich irgendwann nicht mehr an, ne? Das merkt man. Die Musik ist übrigens, beziehungsweise der Soundtrack ist übrigens echt, hörenswert. Also der unterstreicht gut, was da so passiert. Weil da hat die Grätsche nicht so viel Damage gemacht. Hier deutlich mehr. So, hier nochmal. Genau, da ist er tot. Guck. Haben wir es geschafft. 230 Leben verloren, so ungefähr. 11 Sterne. Wir haben rechts, wie man sieht, Knecht. Einen Rang. Felix ist also ein Knecht, Level 7 mit 49 Sternen. Oh Mann, du hast halt mit mir gemacht. Du hättest ja wenigstens so tun können, als würdest du mich hier gewinnen lassen. Keine Teile für uns. Naja, nochmal kämpfen wir jetzt nicht gegen ihn. Wir gehen mal einfach in den Unterricht. Oh, der ist jetzt Stopf. Felix, sag meiner Frau nicht, dass ich Robokämpfer aussag, okay? Ich bekomme sonst einen großen Ärger. Wir schauen mal in unserem Klassenraum vorbei, ob es da weitergeht. Noch einer, der kämpfen will. Och, wir fordern den mal heraus. Oh, hallo, du bist ein neuer Schüler. Willst du mit mir kämpfen? Klaro. Beeilen wir uns, der Unterricht fängt gleich an. Ach, das könnte sogar der sein, den wir eben schon mal einmal herausgefordert haben. Beziehungsweise der eine Trainingseinheit für uns war am letzten Tag. So. Er landet auf der Waffenseite wie auf der Bauchseite. So. Dadurch, dass wir übrigens den Gegner angreifen, kommt er dann in eine Situation, in der er, also dann wird er auch ausgepackt. Also wenn er eben noch in Würfelform ist, dann wird er ausgepackt, wenn ich ihn angreife, weil ich schneller oben bin. So, ja, macht ja auch Sinn. So. Komm her, du, komm her, du. Boah, da ist er ausgewichen, du, ich sag's dir.
Und da ist er unangreifbar. So viel Leben haben wir bis jetzt noch echt nicht verloren. Die Waffe selbst kann man übrigens nicht steuern. Die ist immer selbst zielsuchend. Man kann eben nur die Situation ja, eben entscheiden, in der man sie einsetzt und dadurch eben hervorsehen, wie sich das Ganze auswirkt. Wir haben auf jeden Fall mit sehr wenig Damage, ich glaube nur 50. Guck mal, den S-Rang haben wir bei Damage. Ja, sehr gut. Okay, 15 Kämpfe ineinander und jetzt verliere ich. Oh, ich werde schluderig. Guck mal hier. Morgen Felix, lass doch heute gemeinsam nach der Schule ins Robocenter gehen. Ich warte nach dem Unterricht am Schulter auf dich, okay? Alles klar, ich setze mich mal hin, vielleicht bringt das was. Ja, das bringt was. Der Unterricht findet statt, die Frau redet, ja. Guten Morgen, startet nun mal eure Computer, war, wir wollen anfangen, Kids. Felix hat Unterricht, naja, und die Schule ist vorbei. Wenn es so schnell gehen würde, ich hätte gern auch so einen Skip-Modus gehabt teilweise. Also in manchen Stunden am späten Nachmittag wurde das schon echt heftig. Nichtsdestotrotz bin ich ja jetzt aus der Schule raus und weiß, dass ich es vermissen werde. Okay, da bist du ja endlich, hm? Wir warten schon eine Ewigkeit, Felix. Warst du schon mal hier im Robocenter? Im Robocenter feilen die Commander an ihrer Technik. Wenn du wirklich ein Mitglied dieses Teams sein willst, dann solltest du dort vorbeischauen. Genau, das wäre nur gut für dich. Warum gehen wir nicht mal gemeinsam hin? Klaro. Alles klar, los gehen wir. Also was ich ein bisschen problematisch finde an deren Einstellung ist, dass ich die spielend besiegt habe und sie so tun, als wären sie quasi diejenigen, die das Team so leiten und ich derjenige, der jetzt gönnerhaft ins Team aufgenommen wird. So, das sollte sich im Süden befinden vom Zentrum, das okay. Da ist das Robocenter anscheinend. Oh, hier ist das Robocenter, Felix. Ist dir aufgefallen, dass das Gebäude aussieht, als wären es aus vielen Kuben zusammengesetzt? Es wird von der Custom Robot Gesellschaft getragen. Hier kannst du so viel trainieren, wie du willst. Gehen wir mal hinein, was? Ja, klar, gehen wir mal hinein. Und schauen, was da so auf uns wartet. Okay, die Rezeption. Hallo, Tanja! Oh, hallo, Julia! Nun, meine Julia, was geht denn bei dir, Jan? Oh, hallo, Tanja, hehe. Wen haben wir denn da mitgebracht? War, wer ist denn das? Ich glaube, wir kennen es noch nicht. Ups, wie äußerst unhöflich von mir. Ich habe vergessen, das ist Felix, unser neues Teammitglied. Neues Teammitglied? Das ist ja unglaublich. Ich wundere mich deshalb, weil ihr sonst auch immer nur Mitglieder verliert, wa? Jetzt tut doch bitte nicht so extrem erstaunt. Oh, hehehe, tut mir leid, wa? Das kam einfach so über mich. Felix, also, ich finde dich ja irgendwie süß. Was? Findest du diesen Typen hier irgendwie süß? Oh, nicht so ungut, Felix. Warum flippst du eigentlich immer so aus, hm? Ich flipp nicht aus. Felix, Tanja gehört hier zu den Angestellten. Jo, das war richtig, wa? Ich mach die Anmeldung und so. Manchmal kümmere ich mich auch um die Buchhaltung. Eigentlich mache ich fast alles hier. Wir sind ein bisschen unterbesetzt. Felix, heute ist das erste Mal im Robocenter. Wir wollen ihn anmelden, damit er hier trainieren kann. Boah, ich bin nötig, deinen Schulpass, ne? Um dein Profil anlegen zu können. Alles klar, hier hast du ihn. Oh Mensch, danke, das dauert nur eine Sekunde und dann kannst du dich gleich ins Getümmel stürzen. Ich hoffe, ihr mögt die Stimme, die ich Tanja jetzt hier gegeben habe. Das war's schon und hier ist dein Commander Rolf wieder. Damit wird ersichtlich, dass du Mitglied der Custom Robo Gesellschaft bist, ne? Mit diesem Rolf hast du die Berechtigung, jedes Robocenter zu nutzen. Danke, Tanja. Hoffentlich kämpfen wir bald mal wieder gegeneinander, alles klar? Und ab geht's in die Holo-Halle. Oh, Mensch, hey, Julia, hoi, Jan, ne? Hallo, Dante! Wir zeigen unserem neuen Mitglied das Robocenter. Sein Name ist Felix. Oh, Mensch, ja, das weiß ich schon. Ich habe gehört, dass deine Wette mit Bull laufen hast. Woher weiß das denn? Ja, die hiesigen Commander haben darüber gesprochen, ne? Oh, großartig. Also wissen es alle außerhalb der Schule auch. Ja, wo liegt das Problem? Du vertraust ihm doch, oder? Ja, natürlich, hehe. Ja, nach dieser Unterhaltung ist mir jetzt irgendwie nach Kämpfen zumute. Wie wär's, Felix? Sollen wir gegeneinander kämpfen? Wird dieser Einführungszeremoniell denn niemals langweilig? Ich kämpfe gerne gegen neue Commander. Damit heiße ich sie auf meine Art willkommen. Hört sich gut an. Viel Erfolg, Felix. Dann ist es abgemacht. Du wirst vorher noch ein wenig üben, oder? Kommst du mir, wenn du fertig bist? Verstanden. Ja, fangen wir mit ein paar Trainingskämpfen an. Es gibt hier ein paar Leute, die hier rumstehen.
Dante wartet in der Mitte. Sieh dich um, Felix. Drei Leute und Dante. Ich werde die drei besiegen und danach Dante herausfordern. Hier kannst du gegen jeden antreten. Siehst du die Commander, die vor den Holosseum stehen und ihren Robo-Kubus in die Luft werfen? Das ist ein Zeichen dafür, dass sie auf Gegner warten. Am besten lernst du es, wenn du es ausprobierst. Darum werde ich dir keine Anweisung mehr geben. Such dir einfach einen Gegner aus. Julia, du lässt ihn jetzt schon ganz alleine machen? Diese Gegner können sehr stark sein. Und du weißt doch, er ist minder bemittelt. Ich brauche mir nur, um mein Gesicht anzusehen. Und ich weiß, dass hier sind starke Gegner. Aber weißt du was? Wenn er heute nicht gewinnt, dann verliert er morgen ganz bestimmt. Autsch, das ist aber hart, Julia. Okay, Felix, amüsier dich ein wenig. Am besten lernt man durch Kämpfe gegen andere. Ja, komm, weniger Quatschen, Kopf in den Nacken. Oh, du willst gegen mich antreten? Ab geht's. Wir sind schon ein Level 8 Knecht, das ist mal geil. Das werde ich mir jetzt auf Facebook posten. Ich bin ein Level 8 Knecht. Ja, da ist man dann doch eigentlich schon stolz drauf. So. So, der Gegner liegt vor uns, aber wir haben einen Headstart. Wow, und wie kommt es nicht hin, an diesem Ding vorbeizuspringen? Weshalb will der Gegner gut 100 Schaden machen, aber nicht mehr. Bam, Grätsche und Dings dazu und noch eine Grätsche. Das war gerade eine 253er-Kombo, die hat auf jeden Fall gesessen. Und nachdem man eben einen Schock hatte, während man einen Schock hat, ist man nicht angreifbar. Aber danach hat man sowas wie einen kurzen Moment, in dem man eben nicht mehr angreifbar ist, was wie ein Erholungsmoment, damit man eben nicht durch Waffen, die eine sehr schnelle Feuerrate haben, quasi unendlich lange festgehalten werden kann. Ja, hat man eben sowas wie einen Schock und dann geht's eben wieder. Dann ist man so halb unsichtbar und dann kann man nicht angegriffen werden. Der Gegner ist aber K.O. gegangen. Und wir haben hier eine AA-Bewertung, 11 Sterne bekommen. Die Sterne steigern unser Knecht-Level. Wir sind jetzt ein Level 9 Knecht. Ja, und fordern einfach mal den nächsten Affen hier raus. Ja, ja, wir waren mal ein Kämpfchen. Immer wieder gibt es nach Kämpfen auch neue Ausrüstungsgegenstände geschenkt. Wir sind aber noch dabei. Haben wenig Schaden genommen. So, ab geht's. So. Bam. Ich komme ja auch zwischen dem ganzen Lesen auch wenig dazu, Quatsch zu erzählen. Das ist natürlich ein bisschen... Ich glaube, drei Treffer kann man, glaube ich, bekommen, bevor man in einen Schock... Ja, guck, jetzt ist er nämlich unverwundbar. Ja. Auf jeden Fall ist eben so eine Drei-Balken-Anzeige da, auf jeden Fall. Ah, nee, das ist, man hat drei Balken und wenn die leer sind, dann hat man einen Schock. Heißt, wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, habe ich dann einen Schock oder sowas? Könnte gut sein. Auf jeden Fall habe ich nur noch einen Balken. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich getroffen werde. Ich bin leider einen Schock. So, jetzt mal angreifen hier. Bam. Ja, okay, und so eine Grätsch-Attacke zieht anscheinend mehr quasi von diesem Schock Lebensbalken ab. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, ihn zu besiegen mit relativ wenig Schaden. Was ist eine Bewertung? C, A. Na gut, ein bisschen Schaden haben wir schon genommen anscheinend. Habe ich nicht ganz drauf geachtet. Du bist echt nicht schlecht. Ja, und der letzte hier. Ja, ich möchte kämpfen. Das Gute ist, die Custom Robo Dinger folgen kann ich gut hintereinander wegballern hier. Oh, guck mal hier, das ist ein bisschen... Jetzt sieht man das. Hier, das ist ein bisschen dreckig. Da muss ich dann einmal hier die Maus rausholen. Jetzt bin ich wieder blitzblank geputzt. So. Ja, die Custom Robo Dinger kann ich gut am Stück aufnehmen. Es ist einfach viel weniger Aufwand. Weil ich keine Webcam benutze, beziehungsweise weil ich keine Facecam habe. Denn diese Facecam, die ist sonst mein Handy, also ich nehme mit meinem Handy mein Gesicht auf, muss das dann immer übertragen, das ist dann eine große Datei, dann muss ich die Videodatei durch einen Konverter schicken, damit ich das bei Camtasia bearbeiten kann. Dann füge ich bei Camtasia die meine Webcam und mein aufgenommenes Spielmaterial zusammen, speichere das, das dauert dann eine ganze Zeit und so, und dann kann ich es hochladen.
Und hier nehme ich einfach das Ding auf und lade die Videodatei hoch. Das ist also deutlich weniger Aufwand auf jeden Fall. Und das ist jetzt auch schon die dritte Folge am Stück, die ich aufnehme. Und es ist einfach deutlich angenehmer, so aufzunehmen, weil ich das durch keinen Konverter jagen muss oder sonst was. Und das eben trotzdem alles, ja, eine vernünftige Qualität hat hier. Das ist doch, ja, ganz gut. So, heute war wirklich kein guter Tag. Jetzt kann ich wohl Dante herausfordern. Wow, hey Felix, Dante wartet auf dich. Und wir gehen mal ran hier. Ich trinke nochmal einen Schluck. Bist du bereit? Ja. Ah. So. Er hat Orakel. Revolverwache, Rechtsflankdrohne und so weiter. Wir müssen einmal gucken, ob wir irgendwo geputzt werden müssen. Nope. Und ihr seht, sein Orakel-Roboter eben war in einer kleinen Anzeige zu sehen, also in einer Vorschau. Und diese Vorschau, das ist das Diorama, das man quasi selbst... Oh, anscheinend springt er ganz schön hoch hier. Da haben mich, glaube ich, eben meine eigenen Drohnen erwischt. So. Und schon besiegt. Mensch, das ging schnell. Ich war gerade ein bisschen gedankenabwesend. Habt ihr vielleicht gemerkt. Auf jeden Fall haben wir es ganz gut geschafft. Und schaut mal von den Rang. Wir sind kein Knecht mehr. Wir sind ein Knappe. Und zwar Level 3 mit 98 Sternen. Schön gespielt. Ich freue mich schon auf zukünftige Kämpfe. Jo, Mensch. Da sind wir mal gut durchgekommen hier. Oh, Mensch. Ich habe deinen Kampf beobachtet, ne? Und ich wollte mal sagen, eins muss ich dir laufen, Felix. Du hast wirklich Talent. Sag ich doch wirklich. Ich kann nicht glauben, dass er erst seit gestern kämpft, ey. Das war wohl ein Scherzhorn. Das ist ja unglaublich. Oh, warte mal. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Hier ist eine Checkliste für Kampfmissionen. Wirf mal ab und zu einen Blick drauf, ne, um zu sehen, welche Mission du gemeistert hast. Eine Checkliste. Kampfmissionen finden unter bestimmten Voraussetzungen statt. Sie finden in Spezialholozänen oder mit Ausstattungsbeschränkungen der Roboter statt. Gegner für Kampfmissionen sind über die gesamte Stadt verteilt. Sie erklären dir auch die Regeln. Gewinnst du gegen einen von ihnen, wird die Mission markiert. Schick, nicht wahr? Sind alle Missionen auf der Checkliste markiert, bist du ein Supercommander. Viel Glück, Felix. Ja, das ist auf halbem Weg ohnmächtig geworden. Ah ne, Jan. Aber, naja, ich, ja, ich hoffe mal, es entsteht dieselbe Art von Zusammenstehen, die wir bei Julian Kohl gesehen haben. Ne, erinnerst du dich daran? Es tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen, aber mein Bruder und ich gehen derzeit getrennte Wege. Macht euch keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass ich schon bald ihn schlagen werde. Oh, Julia! Ich wollte gerade von Kohl sprechen. Ich habe gehört, dass er bald nach Hause kommen wird. Vielleicht. Wirklich? Oh, Mann. Verstehe, der Roboter-Cup steht vor der Tür. Er muss seinen Titel verteidigen, ne? Hurra! Es gibt nicht noch so viele Dinge, die... Es gibt noch so viele Dinge, die ich von Kohl lernen kann. Oh, ich dachte, ich hätte auch nicht so gegen wieder mal gegen Kohl zu kämpfen. Ist Kohl jetzt eigentlich Roboprofi geworden? Man sollte meinen, dass ein Robocop-Champion sehr gefragt ist. Weißt du was darüber, Julia? Woher zum Henker soll ich etwas wissen? Nachdem er gewonnen hatte, ist er ins Ausland abgeschwört und hat mich hier sitzen lassen. Huch, tut mir leid, Julia. Ich wollte nicht in alten Wunden bohren. Würdet ihr das Thema Kohl bitte endlich lassen? Ihr macht so einen Wind um die Sache, das wird allmählich langweilig. Kommt jetzt, lasst uns aber nach Hause gehen. Komm bald wieder, Felix, dann lass uns auch mal wieder kämpfen. Keine Sorge, habe ich doch bei Jan und Felix. Ich habe doch Jan und Felix bei mir, nicht wahr? Du bist der Boss, Julia. Wow, das ist wirklich textlastig. Es wird irgendwann anstrengend zu reden. Oh, warte mal, mir fällt noch was ein. Felix, du weißt doch überhaupt nicht, wo man Zubehör erhält, oder? Oh, wow, du hast recht. Jetzt, da ein Commander ist, muss Felix wissen, wo sich der Roboshop befindet. Genau. Jan und ich werden dir den Weg zum Roboshop zeigen. Zubehör. Och, das hätte ich so nicht gefunden. So, der Roboshop. Dies ist der Roboshop. Wie du sehen kannst, kann man hier Zubehör kaufen. Gibt es ein Zubehör, das du haben möchtest, dann solltest du es auch kaufen. Wir warten hier auf dich. Wir gucken einfach mal. Herzlich willkommen, wir kaufen. So, Torsus hat er nicht im Lager. Waffen.
Bohrwaffe, die ist cool. Nachbrennwaffe feuert 4 Schüsse ab, die langsam schneller werden. Gleitschuss kommt hier gut zur Wirkung. Nadelwaffe feuert 3 vertikale Laser ab, hebt bei Treffer von den Beinen, so bereit für Schock. Hornissenwaffe feuert 5 hornissenförmige zielsuchende Schüsse ab, die sind auch ganz okay. Aber die Bohrwaffe finde ich am allerstärksten. Die nehme ich mal mit. So, was haben wir hier noch so? Sichelbombe fliegt langsam im Bogen zum Ziel. Höheres Tempo, wenn aus der Luft abgefeuert. Standardbombe F steigt schnell, fällt dann auf das Ziel. Standardziel zur Seite bei Treffer, gut bei verdecktem Ziel. Wallbombe, oh, ich glaube, die habe ich eine ganze Zeit lang benutzt. Fliegt nach vorne, nützlich, um Ziel aufzuhalten, der Explosion vor dem Ziel stattfindet. Dualbombe beschreibt Bogen, explodiert 2-mal vor und hinter dem Gegner. Ja, wieso vor und dahinter? Wieso nicht auf? Abschluss von Splitterbombe mit P-Explosion am Boden, seitlich, läuft vorne und hinten. Ne, da nehmen wir keine mit. Hasendrohne K steigt hoch, wenn Ziel erreicht ist und explodiert dann. Von Vorteil bei springenden Gegnern. Kriegsdrohne erhöht Tempo bei Sichtkontakt mit Ziel, direkt beim Gegner abzufeuern. Rapiddrohne fliegt schnell in gerader Bahn, direkt beim Gegner abzufeuern. Satellitendrohne wartet in der Luft, bis sich Ziel nähert. Von Vorteil bei fliegenden Gegnern. Verfolgt Ziel langsam, höhere Zahl aktiver Drohnen erhöht bei Trefferquote. Walddrohne, 3 Einheiten werden horizontal ausgesetzt und explodieren vertikal, fungiert gut als Barrikade. Hier, die Satellitendrohnen, die mag ich sehr gerne, die hole ich mir und die werde ich rausrüsten. Kurzsprungbeine, verringert Luftstoß und Distanz beim Weitsprung, aber es steigert Agilität, erhöht Lauftempo drastisch, verringert Sprunghöhe, reduzieren aber auch Schadensanfälligkeit bei Luftstößen. Hier ist die Formularbeine, ja, so heißen sie. So, und ein Holosseum. Die Barrikade in der Mitte hebt und senkt sich. Ne, die brauchen wir noch nicht. So, das war's wohl. Alles klar, das sage ich meinen Freunden. Hast du den Einkauf beendet? Ja. Okay, dann lass mal nach Hause gehen. So, es wird ja auch schon dunkel hier. In Mitherz. Okay, ich habe eine Idee, Felix. Warum gehen wir nicht zu dir? Das wird bestimmt lustig. Wow, das ist eine gute Idee, aber wir wollen uns nicht aufdrängen, Felix. Sollen wir wirklich mit zu dir kommen? Ja, wow, cool, danke. Okay, dann lass mal los. Ja, es ist ein bisschen storylastig, das Rollenspiel, das ist ganz klar. Oh, willkommen daheim, Felix. Du hast ein paar Freunde mitgebracht. Na, sowas. Wow, steh doch einfach so da herum. Stell uns doch mal vor. Hallo, ja, ich bin Julia. Freut mich, euch kennenzulernen. Hallo, mein Name ist Jan. Oh, ich heiße Tamara, aber alle nennen mich nur Mara. Ich bin... Das ist ja wirklich kreativ. Ich bin die große Schwester von Felix. Freut mich, euch kennenzulernen. Hallo, hallo. Schön, euch beim Namen zu kennen. Euch beiden kennenzulernen. Setzt euch doch bitte. Oh ja, vielen Dank. Ja, danke sehr. Ach, und die Eltern dürfen da stehen, oder was? Ich bin froh, dass du Freunde gefunden hast. Das war erst ein zweiter Tag, Felix. Felix ist sogar in unserem Robo-Team beigetreten. Wir sind die Numero Unos. Oh, dann seid ihr auch Custom Robo-Commander? Ja, aber unser Team ist so klein, dass wir es beinahe hätten auflösen müssen. Naja, glücklicherweise kam uns Felix zur Hilfe. Genau, Felix ist wirklich talentiert. Oh, wirklich? Das stimmt. Er wird unser Team im morgigen Schulturnier vertreten. Wow, das ist ja toll, Felix. Du bist auf dem richtigen Weg, dein Ziel zu erreichen. Was? Was für ein Ziel denn? Er möchte Robocop-Champion werden, um den internationalen Polizeikorps beizutreten. Das ist dein Ziel? Wow, das glaube ich ja nicht. Genau dasselbe träume ich mir auch. Aber die hat doch überhaupt keine Robos. Wie will die denn einem Robo-Dings da beitreten? Ist sie bekloppt? Genau gesagt, den Beitritt zum internationalen Polizeikorps. Dann wünsche ich euch beiden viel Glück und hoffe, ihr werdet euer Ziel erreichen. Sekunde. Du hast deinen Namen gesagt. Dein Name ist ja Julia, oder? Du kommst mir bekannt vor. Jetzt erinnere ich mich... Du warst bei der Adjutant des Robocop Champions vom letzten Jahr. Ja. Wow, das ist wirklich cool. Ich habe das Turnier letztes Jahr von Anfang bis zu Ende verfolgt. Wow, Felix, da bist du ja wirklich in einem spitzen Team beigetreten. Zurzeit ist es noch nicht wirklich ein Team. Ein Champion, also. Aha. Und dann siehst du noch dazu. Ach, so weit würde ich dann nur noch nicht gehen. Ich war ja nur ein Adjutant. Habt ihr bemerkt, wie sie die Bezeichnung süß geflissentlich ignoriert hat? Hey. Jan! Was treibt dein Champion-Bruder jetzt eigentlich so? Meinst du, er gibt mir ein Autogramm? Er befindet sich gerade im Ausland, dort nimmt dann eine Art Spezialtraining teil. Wow, oh, wie schade. Naja, da kann man wohl nichts machen, wa? Es ist so schön, junge Leute zu sehen. Ihr müsst wissen, dass Tamara und ich beide Custom-Robo-Entwickler sind. Was? Sie beide? Wir arbeiten gemeinsam bei Neobrain.
Wir wollen in die Entwicklungsabteilung vom Stammhaus versetzt, darum sind wir hergezogen. Oh Leute, ohne Witz, das ist ja unglaublich, ich bin so neidisch auf dich, Felix, unglaublich. Vater und Schwester arbeiten beide in der Entwicklung. Mit so einer Vorgeschichte ist es ja fast so, als ob du dich anstrengen müsst, um deinen Custom-Robo-Kampf zu verlieren. Ich hoffe, ich verlange jetzt nicht so viel, aber ich wollte mir Neo Brain schon immer mal von innen anschauen. Dürfen wir mal zu einer Besichtigung zu vorbeikommen? Aber sicher, das ist überhaupt kein Problem. Wie wäre es denn mit morgen? Aber wenn wir das Turnier verlieren, werde ich viel zu deprimiert sein, um Spaß daran zu haben. Jan, warum musst du immer so pessimistisch sein? Du hast Felix heute gesehen. Er gewinnt ganz sicher. Das hoffe ich auch, ja. Was auch immer passieren mag, ihr sollt auf alle Fälle vorbeischauen. Okay, haben Sie vielen Dank. Felix wird nicht verlieren. Das nächste Mal, wenn wir sie sehen, haben wir nur Gutes zu berichten. Falls Felix wirklich gewinnt, dann werde ich deine rechte Hand. So wie in einem Comic, nur eben viel cooler. Jan, oh Gott. Facepalm. Wir kommen morgen mit Felix nach der Schule vorbei. Neo Brain befindet sich in diesem super schicken Gebäude im Hafenviertel, stimmt's? Ich kann es kaum erwarten, das wird so lustig. Ich sag der Dame an der Rezeption Bescheid, damit sie mich anruft, wenn ihr da seid. Alles klar. Julia, Jan, dann verpisst euch mal bitte. Vielen Dank fürs Essen und ciao, bis morgen in der Schule. Bis dann, Felix. Denk an das Turnier morgen. Ach, und jetzt essen wir auch noch. Julia und Jan scheinen mir interessante Menschen zu sein. Julia ist wohl ein richtiges Energiebündel. Du kannst froh sein, Freunde gefunden zu haben, die so enthusiastisch bei der Sache sind. Ich kann es immer noch nicht glauben, Felix. Du bist mit der Julia befreundet. Das finde ich super spannend. Mit den beiden ist es bestimmt sehr lustig. Viel Glück auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Boah, das war fabelhaft. Ich bin Papsatz. Voll lieblich, vorzüglich, meine ich. Ich gehe schlafen. Treib's nicht so weit, Felix. Die Standardsätze eben. Wir gehen auch einfach mal ins Bett, wa? Das klingt nach einer wirklich ganz guten Idee. Wir hatten das letzte Mal so unglaublich galant eben genau hier den Kampf gesetzt. Das mache ich jetzt diesmal nicht, wie ihr seht. Wir ziehen uns nochmal an, speichern das Spiel und dann sind wir mit dieser Folge auch wieder durch. In der nächsten Folge heißt es dann, wir schauen mal, wie weit wir beim Schulturnier kommen. Und schauen uns danach Neo Brain an. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da so auf uns zukommen wird. Unser Robox, oder unser Robo ist immer noch gut geputzt. Das war's von dieser Folge von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Custom Robo Arena. Haut rein, Kids.